Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft der Gehörigen Skin. Heute fangen wir mal mit dem Timbermodder. Also ich meine nicht Timber, sondern Tinkers Construct Mod. Richtig an. Jetzt machen wir den verdenkten Tank. Erstes Mal. So, da haben wir unseren verdenkten Tank. Da wir, oh nein. Puh. Da wir ein bisschen größer wollen. Machen wir mal das. So. Schmelzeisenkern. Davon brauchen wir nur ein. Gut, dann gut. Wir haben jetzt 17 Steine. Schlafen jetzt erstmal kurz. Und holen uns ein bisschen Baumaterial. Für den Rand der Schmelzkreis. Oh, gestorben, toll. Du kannst mehr Keep Inventory True an. Haben noch 7 Leben jetzt. Ja, das passiert, wenn es bitte laggt, manchmal. Vor allem hier der Übergang, der muss eindeutig noch sicherer gemacht werden. Gut, dann gehen wir mal hier rauf. So. Das ist erstmal das Unterteil von der Schmelzerei.
Und genau in diesem Muster machen wir Cobblestone noch rum. Ich schätze mal, der Stein reicht nicht, das heißt, wir müssen ja nochmal Mörtel machen, das mache ich aber auch auf Screen. Da es ja Farmerei ist, mache ich. Wie man hier macht, habe ich ja schon gezeigt in einer anderen Folge. Und das könnte vielleicht, da ja auch noch andere Bauteile rein müssen als die Steine. Erstmal von der Seite machen wir diese Steine rein. Von der auch. Könnte schwierig aussehen, aber ich glaube, es reicht doch. Machen wir trotzdem nach und nach vielleicht noch ein bisschen mehr, damit wir auf einmal mehr Schmelzen haben können und Platz mehr drin ist. Vier Bauteile komme ich noch an, also reicht doch. Da kommt dann nachher die Lava rein. So, ganz wichtig davor so stehen, dann kommt der Zapfhahn ran. Und dann stellt man da den Gusstisch hin, davor. Da kann man mit dran schmelzen. Und wie man sieht, kann man jetzt 9 Rohstoffe gleichzeitig immer schmelzen. Passt zwar mehr rein, aber ja. Und da. Und umso größer macht, umso verdoppelt sich das Fenster halt. Das soll man nie machen. So haben wir jetzt schon mal die erste Schmelze fertig. Und dürften die nächste Quest für abgeschlossen haben. Ich nehme den Slime. Zwar wäre Peach auch cool für sich, aber ich nehme lieber den Slime. Deadling. Weil dann kriegen wir Slime Balls raus. Ich habe ja noch Holz dabei. Dann mache ich noch eine Kiste gleich mal raus, die ich hier hinstelle. Packe ich das hier erstmal rein. Ja, man kriegt Schaden, sobald der Lava drin ist.
Und wie es scheint, ist immer auch alles gut ausgeleuchtet. So. Das ist das Slimy-Tapling. Den setze ich dem bei Gelegenheit auch mal hin. Deswegen nehme ich jetzt immer Slime-Balls. So. Ja. Irgendeinen Grund kann ich bleiben erwarten. Wir wollen natürlich jetzt das alles nicht machen. Flight Duct. Lass uns mal einen Flight Duct beobachten. Reed Duct. Das müssen wir beobachten. Ein Lied. Pop-up-Bahn. Lie 2 Kupfer. Und da haben wir jetzt 6 Leute. So, Claim Reward. So habe ich das jetzt auch erstmal. Ich glaube, da packe ich auch, wenn sie eigentlich nicht so Rohstoffe hinzu gehören, auch erstmal da rein. Dann guck mal, was wir gerade erhalten haben. Ah, wieder mal Fleisch und die Chance. Das zu kriegen ist 119%, also eine ziemlich hohe Chance. Dass man das zum Preis bekommt in so einem Rucksack. Was ja unlogisch eigentlich ist, weil mehr als 2% geht ja nicht, aber trotzdem. Gut, dann packen wir erstmal die rein. Die, ich weiß, ich könnte noch neue Herzen craften. Mache ich jetzt gerade aber nicht. Den Tapping auch erstmal. Weil ich will jetzt was gucken, ob wir jetzt was craften, also ein Quest anfangen können. Auf die ich schon die ganze Zeit hinarbeite. Anscheinend noch nicht. Mal gucken, was wir sonst noch haben, wo wir noch nichts gemacht haben. Dealbox. Stahlwerken und so. Mal gucken. Thank you.
egal. Hier das Buch. Buch. Und ich schmelte Ruhm. Aha, da kommt Stahlwerk und du raus. Dazu brauchen wir Lava erstmal, bevor wir überhaupt was machen können. Also können wir es noch nicht anfangen. Aber ich wollte jetzt mal kurz gucken. Mal gucken, ob man... Okay, hätte ich zwar leichter gucken können, als ich es jetzt tue, aber ich will es mal so rausprobieren. Und zwar... Guck mal, was man denn daraus machen kann, nur. Zombifizierungsspritze. Das heißt, Sachen Grabes. Da. Was? Friedhofserde. Zombiejagd. Ein Zombie-Kopf. Ah, dafür brauchen wir es nachher. Also kann man doch noch Leder herstellen. Gut. Ah, ja. Gut. Dann, wenn das... Machen wir das jetzt erstmal noch nicht. Dann Bees und Tree. Bäume und Bienen. Das müssen wir jetzt was anderes machen. Das machen wir jetzt noch nicht. Dafür brauchen wir auch Obsidian, das weiß ich schon. Also können wir es noch nicht, also müssen wir erst warten, bis wir diesen Mod hier anfangen können. Dann machen wir das mal weiter. Cutting. Ja, das ist es. Eisenstock. Brett. Wie es sonst auch sein sollte, ne? Eisenstock. Brett. Mal gucken, ob man da vielleicht was mit Zombie gleich machen könnte. Nein. Er stimmt mit dem hier. Auch nicht, okay. Dachte ich. Mal gucken, was man damit machen könnte. Potato-Salat. Eiersalat. Brotsalat, Pork, also schon einiges. Gillette.
Skelett. Das war Eisen, ein Stock. So wie ich sehe, habe ich schon wieder überzogen. Und wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen.